Der Dieb klaut den Schlüssel zu deinem Bitcoin. Aber es ist nur ein Schlüssel zu deinem Bitcoin. Erst wenn er dir noch einen weiteren klauen würde, wären deine Bitcoin weg. Ich bin Schnurz und heute erkläre ich, was Multisignatur ist, was es bringt und worauf man dabei achten sollte. Als erstes schauen wir uns dafür mal an, was eigentlich ein Single Signature Wallet ist. Bei einem Single Signature, das ist ein ganz normales Wallet, was ihr vermutlich auch habt. Dabei werde ich aber erstmal die Passphrase ausklammern. Also wir schauen uns einfach nur ein ganz normales Wallet an ohne Passphrase. Man hat letztendlich einen Schlüssel und wenn man den hat, kann man das Geld von seinem Wallet kontrollieren. Bei einem Multisignature Wallet hat man letztendlich mehrere Schlüssel. Man braucht auch mehrere Schlüssel, um das Wallet zu kontrollieren. Dabei kann man dann frei wählen, wie viele Schlüssel man hat und wie viele man braucht. Wie viele man braucht, habe ich jetzt mit den Schlössern dargestellt und Schlüssel eben mit den Schlüsseln. Und da kann man dann, wie man möchte, zum Beispiel, man macht, was relativ bekannt ist, 3 von 2. Also man hat eben 3 Schlüssel, braucht 2, um das Geld zu kontrollieren. Dabei ist es dann auch nicht schlimm, wenn einer der Schlüssel weg ist, denn man kann das Geld immer noch verwalten. Ist natürlich schlecht und man sollte das Wallet unbedingt austauschen, wenn einer der Schlüssel abhanden gerät. Aber letztendlich ist es dadurch resistenter gegen Angriffe oder gegen zum Beispiel den Dieb, der einen der Schlüssel klaut. Denn mit einem kann der Dieb auch nichts machen. Er kann eben nicht dein Geld stehlen, sondern er braucht 2 und die beiden hast dann im Optimalfall noch du. Hierbei ist es völlig egal, welcher der Schlüssel weg ist und alle sind eben genau gleich viel wert. Aber wenn dann halt 2 der Schlüssel weg sind oder mehr, dann ist halt das Geld weg. Deswegen sollte man auf jeden Fall darauf aufpassen, dass, und wie ich davor schon gesagt habe, ist eben jeder dieser Schlüssel, und wie ich schon gesagt habe, ist eben jeder dieser Schlüssel eine Seed-Phrase, also 12 oder 24 Seed-Wörter, mit denen man dann letztendlich, und man braucht dann eben immer eine bestimmte Anzahl von solchen Seeds, um eine Zahlung zu signieren. Und dabei müssen dann immer zum Beispiel 2 von solchen Seed-Phrases eine Zahlung signieren, damit es durchgeht. Warum braucht man jetzt aber Multisignatur? Einer der Gründe ist zum Beispiel, wenn man eine Firma hat. Hier möchte man demokratische Entscheidungen treffen können. Sagen wir haben einen Vorstand von 5 Leuten. Jeder von denen hat einen Key, also eine Seed Phrase. Und es ist ein 3 out of 5 Multisignature Wallet. Was heißt, wenn 3 gleichzeitig zu einer Zahlung zustimmen, dann geht diese auch durch. Das ist dann ziemlich cool, weil man eben keine übergeordnete Instanz noch irgendwie braucht, die bei Streitigkeiten irgendwas klärt, sondern man hat eben so eine Art Smart Contract, der eben dafür sorgt, dass eben auch nur, wenn eben 3 zustimmen, diese Zahlung von der Firma letztendlich gemacht wird. Das macht dann natürlich aber nur bei größeren Beträgen Sinn, weil das Ganze ja nur on-chain funktioniert. Ein weiterer Punkt, warum man Multisignatur verwenden könnte, ist eben, um ein resilientes Backup von seinem Bitcoin aufzubauen. Hierbei ist es dann nämlich nicht so schlimm, wenn einer der Seeds verloren geht und man kann immer noch auf sein Geld zugreifen. Warum könnte der verloren gehen? Ja, zum Beispiel, weil einer geklaut wird, weil es ein Unwetter gibt, dann schwemmt es den Seed weg, dann verbrennt der oder ihr macht einfach irgendeinen Fehler. Gegen solche Sachen ist man eben einfach mit einem Multisignatur-Wallet geschützt. Wichtig dabei ist unbedingt, dass man jeden dieser Seeds letztendlich an verschiedene sichere Orte packt. Denn wenn die alle an einem Ort sind und letztendlich das Feuer kommt oder die Welle, dann ist eben das ganze Geld weg, auch wenn es ein Multisignatur-Wallet ist. Also wichtig, aufteilen. In unserem Fall an 3 verschiedene sichere Orte. Hierfür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Zum Beispiel hat man dann einen Ort zu Hause, einen vielleicht in einem Bankschließfach außerhalb vom Haus. Räumliche Trennung ist dabei relativ vorteilhaft, damit eben falls eine der Locations, wo der Seed ist, abfackelt, man immer noch die anderen beiden hat. Und zum Beispiel könnte man da auch einen vertrauenswürdigen Verwandten dann als dritten Partner nehmen, der dann eben sicher darauf aufpasst. Der Vorteil ist, dass die Person das Geld nicht bewegen kann, weil sie nur einen Key besitzt. Trotzdem sollte es eine vertrauenswürdige Person sein, weil wenn sie anfängt, plötzlich deinen zweiten Key zu klauen, dann ist das Geld weg. Hierbei ist es auch spannend, dass man einen Seed für mehrere verschiedene Wallets verwenden kann.
Zum Beispiel könnt ihr die eine einzige Seed Phrase für euer Single Signature Wallet verwenden, für euer Multi-Signature Wallet verwenden oder man verwendet den als einen der Seeds in der Firma nach dem Beispiel, was ich euch davor gezeigt habe. Hier hat man letztendlich viele Möglichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diversifiziert. Wenn man jetzt zum Beispiel drei verschiedene Hardware-Wallets hat, also zum Beispiel ein Spectre, DIY, eine Bitbox und einen Jade, dann ist es nicht schlimm, wenn eines der Hersteller irgendeinen Malware oder sowas in das Gerät eingebaut hat oder irgendwas bei dem ganzen Prozess des Kaufens schiefgelaufen ist, dann sichert man sich mit Multisignature gegen diesen Fall extrem gut ab. Da es extrem unwahrscheinlich ist, dass zwei verschiedene Anbieter zur gleichen Zeit von diesem Bug betroffen sind. Hierbei kann man auch gleich nochmal erwähnen, dass man mit Signing Devices, also dem Spectre DIY oder dem Seed Signer zum Beispiel, wo man eben den Seed nicht im Gerät speichert, sondern außerhalb vom Gerät, dass man damit ein komplettes Multi-Signature Wallet erstellen kann, ohne sich weitere Hardware Wallets zu kaufen. Dabei verzichtet man dann aber auf diesen Diversifikationsvorteil. Jetzt kommen wir zur Anwendung. Worauf muss man achten, wenn man ein Multi-Signature Wallet baut? Als erstes braucht man natürlich eine Companion-App, die alle verschiedenen Hardware-Wallets akzeptiert. Und dann connectet man eben alle drei Geräte, am besten verschiedene, wie schon erwähnt, mit der Companion-App. Also shared letztendlich den Xpub von dem Gerät mit der Companion-App. Dabei gibt es übrigens meistens ein spezielles Multi-Signature-Format. Es geht theoretisch auch anders, ist aber gefricklich, nimmt einfach das Multi-Signature-Format. Dann erstellt ihr euch mit den verschiedenen Xpubs euer Multi-Signature-Wallet. Und jetzt ein extrem wichtiger Hinweis, den ihr nicht vergessen solltet. Ihr solltet nämlich immer noch ein Backup von allen anderen Xpubs zum Multi-Signature-Wallet dazulegen. Also zu jedem einzelnen Key, zu jedem einzigen sicheren Ort, wo ihr einen Teil vom Multi-Signature-Wallet verwahrt, legt ihr eben diese Xpubs dazu. Die könnt ihr einfach zum Beispiel in Spectre Desktop oder Sparrow Wallet einfach exportieren, ausdrucken und dann einfach dazulegen. So kompliziert ist es nicht, wie sich das anhört. Das ist aber notwendig, um das Multi-Signature-Wallet wiederherzustellen, falls eben das Gerät mit der Companion-App, wo die verschiedenen Xpubs gespeichert sind, abraucht. Denn selbst wenn man dann letztendlich zwei verschiedene Seed-Phrases noch hat und die dritte weg ist, kann man dann, wenn eben alle Xpubs fehlen, das Wallet nicht mehr herstellen. Und jetzt hier noch ein persönlicher Tipp, der eigentlich, finde ich, in jedes Multi-Signature-Wallet auch noch reingehört, ist, dass man eine DebaSafe-Tüte verwendet, wo man dann eben alles reinlegt. Das hat einfach den signifikanten Vorteil, dass man eben diese Nummer oben hat und mit der kann man sich dann immer sicher sein, dass dieser eine bestimmte Teil vom Multi-Signature-Wallet nur von dir selbst geöffnet worden ist, dass da kein anderer Zugang hatte, weil dann weiß man eben, dass eben alle drei Seed Phrases noch sicher sind und falls eben eine davon nicht mehr sicher ist und man weiß jetzt, oh, jetzt hat letztendlich irgendwer noch Zugang zu der eigentlich keinen Zugang dazu haben sollte, dann kann man schnell gegensteuern und das neue Multi-Signature Wallet erstellen und dort seine Funds draufladen und ist dann eben so dafür gesichert, dass vielleicht diese eine Person, die sich ein und ist dafür für den Fall abgesichert, dass diese eine Person, die sich jetzt vielleicht Zugang zu dem ersten Seed verschafft hat, noch Zugang zu einem weiteren Seed verschafft und sich dann deine gesamten Bitcoin klaut. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal hier. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres cooles Video.